hier sind Ihre Pizzen, überreicht von Ihrem Lieblingspizzabäcker. Guten Appetit. Hey. Wow, Tom, ich wusste gar nicht, dass du hier arbeitest. Tja, jetzt weißt du es. Bin seit gestern hier. Cool, den ganzen Tag Pizza backen. Das muss der zweitbeste Ferienjob der Welt sein. Nach dem erstbesten. Und zwar den ganzen Tag Faulenz. Oh. Du sprichst die Wahrheit gelassen aus, mein Freund. Wie hast du den Job hier überhaupt bekommen? Ich habe mich bestimmt 20 Mal hier beworben. Aber die meinten, ein Lebenslauf, in dem nur mein Name steht, reicht ihnen nicht. Tja, die haben wohl mein Talent erkannt. In mir steckt einfach ein Koch. Komisch, so dick bist du gar nicht. Ach komm, du weißt ganz genau, dass mein Großvater und mein Urgroßvater beides große Chefköche waren. Ich komme einfach aus einer traditionellen Chefkochfamilie. Oh Mann, Tom, du hast die Mütze vom Chefkoch. Der tanzt hier gerade seit einer halben Stunde Pogo in der Küche, weil er sie nicht findet. Du weißt doch, er braucht seine Mütze, weil er so viele Schuppen hat, dass wir uns sonst den Parmesan für die Pizzen sparen könnten. Außerdem bist du Tellerwäscher und kein Chefkoch. Jetzt ab mit dir in die Küche. Traditionelle Chefkochfamilie also. Ja, wir hatten auch Küchenhilfen in der Familie, aber mütterlicherseits. Gemüse-Eintopf, ich koche meinen fantastischen und exquisiten Gemüse-Eintopf. Oh, Tom, ich pack's nicht, du bist so eine Gurke. Ach, ich soll also eine Gurke sein, du weißt, was du bist? Du bist eine Kartoffelnase. Das passt, ich bin ein Genie. Ein Genie, das gleich Karotten in seinen Nasenlöchern stecken hat. Schluss jetzt! Ich möchte, dass ihr euch sofort entschuldigt. Entschuldigung, Mama. Ich will keine Entschuldigung hören. Ich meine, ich will keine Entschuldigung an mich hören, sondern eine Entschuldigung an euch. Also ihr sollt euch bei euch entschuldigen, klar? Okay, Tom, war meine Schuld. Tut mir leid. Nee, Nina, es tut mir leid. Oh nein, Tom, ich habe mich als erstes entschuldigt. Entschuldige. Jetzt hör mal, vielleicht hast du dich als erstes entschuldigt, aber ich habe den Streit angefangen. Jetzt sei still und entschuldige. Weißt du was? Du bleibst, was du bist. Eine Gurke. Und du eine Kartoffelnase. Und ich koch nur noch Nudeln. Also, hier ist der Rasierschaum und hier ist ein Löffel anstatt einer echten Rasierklinge, damit wir uns nicht verletzen. Mhm. Und was nehme ich jetzt als erstes? Bitte? Mit dem Rasierschaum natürlich. Und wie trage ich den auf? So. Und dann so. Aufwärts oder abwärts? Immer abwärts. Und wieso? Damit wir uns nicht schneiden. Hm? Sehr gut, Papa. Und jetzt merkst du bitte endlich mal. Ich habe keine Lust, es dir nochmal zu erklären. Du rasierst dich jetzt seit über 20 Jahren. Danke, Sohn. Also abwärts. Immer abwärts. Nie au! Abwärts, nicht? Mann, Mama, ich kann nicht mehr. Geduld, mein Schatz. Deine Schwester hat bald Geburtstag und ich möchte ihr unbedingt noch ein hübsches Kleidchen kaufen. Ist das gut? Ja, nein, vielleicht. Mann, ich will heim. Ja, gleich. Ah, das ist aber auch nicht schlecht. Ja, aber schwer zu sagen, welches davon ihr besser steht. Ah, ich hab ne Idee. Probier's mal an. Ein Scherz, oder? Nein, wenn es dir steht, steht's auch deiner Schwester. Ein Scherz. Mama, vergiss es, ich werde dieses Kleid nicht anprobieren. Ach komm, vielleicht entdeckst du noch mal einen völlig neuen Stil für dich. Für deine Schwester. Danach gehen wir auch nach Hause. Komm, ein Pfötchen rechts, ein Pfötchen links und dann noch das hübsche Köpfchen. So. Ja, es geht doch. Dreh dich mal ein bisschen. Beweg dich, damit ich sehe, wie es fällt. Komm schon, jetzt lass uns das hier kaufen und dann gehen wir. Steht dir? Ja, finde ich auch. Tom, ich muss mal schnell was besorgen. Ich bin gleich wieder da, okay? Der Chef ist weg. Das bedeutet, Chefkoch Tom ist wieder da. Na, mein Herr, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ich dachte, auf das Tragen der Mütze stehen 3 Jahre Gefängnis. Für alle anderen schon, aber der Chef hat beschlossen, mir die Verantwortung zu übertragen, weil ich hier so gut arbeite. Sag dir doch, ich mache hier noch Karriere. Wow, Tom, nie wieder lästige Bestellungen aufnehmen oder Dreck wegwischen. Jetzt hast du einen Job, bei dem du respektiert wirst. Tom, wisch den Dreck hier weg und verteil die Freie in der Nachbarschaft. Sag mal, du trägst ja immer noch die Chefkochmütze. Na egal, beim Flyer austragen brauchst du sowieso nur noch die hier.
Mhm. Passt perfekt zu deinem Pizzagesicht. Du bist eine Spitzenwerbung. Sieht ja nach einer richtigen Bilderbuchkarriere aus. Vom Tellerwäscher zum Pizzagesicht. Gratuliere! Jetzt geben sie wieder Gas. Goofy und Max. Gleich bei Kabel 1. Yeah.